Hallo, meine Damen und Herren, und willkommen zum DB Masterclass auf der D3Con 2021. Continue to Drive Campaign Performance in 2022 ist das Thema. Ich freue mich heute sehr dabei sein zu dürfen, wenn auch nur virtuell. Zu meiner Person. Ich heiße Jakob Gommersal, bin seit Anfang 2020 Mitglied des deutschen Double Verify Teams. Als Business Director verantworte ich die Vertriebsaktivität in DACH und Central Europe für Agenturen sowie auch für Advertiser. Ich bringe 20 Jahre Erfahrung an den Tisch als International Digital Sales und Marketing Manager. AdTech-Know-how habe ich aus meiner Tätigkeit als Head of Sales bei Flash Talking, dem bekannten Ad-Server-Anbieter, mitgebracht. Und mindestens ein Jahrzehnt war ich außerdem für verschiedene AdTech-Unternehmen tätig. Steigen wir die Thematik ein. Zuerst die Agenda natürlich. Thema heißt natürlich Continue to Drive Campaign Performance und dazu schauen wir uns erstmal ein paar Makrotrends an, die wir in unserem Global Insights Report erfasst haben, insbesondere auf EMEA und natürlich Deutschland-Ebene. Wollen dann den Zusammenhang zwischen Qualität, wie wir sie messen und bestimmen, und Performance herstellen oder ableiten und fokussieren dann eine Lösung, die sozusagen beide Bestandteile hier überbrückt und auch gegenseitig hilft. Die heißt Authentic Attention. Und zum Schluss natürlich ein paar Key Takeaways, damit jeder hier etwas mit nach Hause nehmen kann, um das ganze Thema vielleicht nochmal zu reflektieren, zu verarbeiten und vielleicht auch anzuwenden. So, steigen wir gleich ein. Das erste Thema. Wir führen jährlich ein Report durch, das sogenannte Global Insights Report, um die Media Quality und Performance Trends zu identifizieren. 2021 haben wir mehr als 1 Billion Impressions gemessen in 80 Märkten und über mehr als 2100 Brands. So, aufgesplittet ist diese Report in unterschiedliche Regionen: Nordamerika, LATAM, EMEA und APAC. Und bietet einen Jahresvergleich von, in diesem Fall, Mai 2020 bis April 2021 über Desktop Media, Mobile Web, Mobile App und CTV. Viele Qualitätsmetriken, wie man das hier sieht auf dem Slide, haben sich positiv entwickelt. Beispielsweise sieht man hier auf den ersten Blick, natürlich, dass Fraud sich um 30% verbessert, also reduziert hat, die Fraud Rate. Und wir verzeichnen auch bei Brand Suitability 4% weniger Verstöße. Das ist eine positive Auswirkung, die die Anwendung von Verification Tools hatte auf die Bereinigung des Supply Chain insgesamt und natürlich auch die Leistungsfähigkeit von programmatischen Taktiken, beispielsweise Avoidance. So, wie sieht es dann ein bisschen differenzierter aus? Also im Region vielleicht, kann man vielleicht sagen. Und zum ersten Mal können wir feststellen, dass in jeder Region, APAC, EMEA, LATAM sowie auch Nordamerika, die Qualität sich insgesamt verbessert hat. Die größten Verbesserungen gab es jedoch in APAC und LATAM, wie hier zu sehen ist. Und das ist definitiv ein deutlicher Umschwung gegenüber dem letztjährigen Global Insight Report. Aber auf der anderen Seite auch ein erwarteter Trend, weil wir diese Region natürlich heranreifen sehen. Und man kann wirklich auch sagen, dass in dem Maße, in dem die Schwellen in ein besseres Verständnis und eine bessere Akzeptanz von Tools für die Bereiche Brand Safety, Fraud und Viewability entwickeln, umso mehr werden sich die Raten, also die gemessenen Raten natürlich, an das Niveau der reiferen Märkte angleichen. Wie sieht es jetzt auch für Deutschland aus? Hinsichtlich der einzelnen Metriken, wenn wir uns Brand Suitability einfach mal anschauen. Natürlich gibt es hier Schwankungen auf jeden Fall, aber die Gesamtrate der Verstöße bei Brand Suitability in der gesamten EMEA-Region bleiben im Jahresvergleich recht konstant. Aber innerhalb der Region selber gibt es große Schwankungen. Also wenn wir Deutschland als Beispiel nehmen, stiegen die Verstöße gegen die Brand Suitability im Jahresvergleich um 8%, während in UK und Italien ein Rückgang der Verstöße um 10 bzw. 15% zu verzeichnen war. Also schon sehr differenzierte Messungen sind hier identifiziert worden. Für Fraud ist rückläufig auf jeden Fall, aber immer noch in EMEA am höchsten. Das heißt, während die Fraud-Verstöße gemessenen in Deutschland 24% gegenüber dem Vorjahr zurückgehen, hat EMEA immer noch ein sehr hohes Niveau weltweit, sogar die höchste sogar.
Ich denke, das ist auch hier zu verdeutlichen. Dann haben wir natürlich bei Viewability auch festgestellt, dass die gemessene Zahl relativ, beziehungsweise gemessene Metrik relativ stark bleibt und wir sogar in der EMEA-Region eine Verbesserung der Viewability bei Display um 7% im Vergleich zum Vorjahr identifizieren konnten, wobei Deutschland mit einem Einstieg von 14% im Vergleich zum Vorjahr sogar an der Spitze stand. Also hier hat es erhebliche Verbesserungen gegeben. Und bei Videos hingegen haben wir insgesamt einen Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahr, was natürlich auch erfreulich ist. Und die EMEA-Region insgesamt weist eine sehr solide Viewability im Vergleich von 75% auf. So, jetzt haben wir uns ein paar Highlights sozusagen aus der Studie angeschaut und wollen heute insbesondere über Performance und Qualität sprechen. Und da stellt sich schon mal die Frage, wie ist nun der Zusammenhang zwischen Qualität und Performance zu verstehen? Wie kann man das irgendwie miteinander in Zusammenhang bringen? So, jetzt gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Also bevor wir beginnen, sozusagen beides uns anzuschauen, sollten wir vielleicht uns kurz vor Augen führen, was eine erfolgreiche Werbekampagne eigentlich ausmacht. Und auch wenn die spezifischen Ergebnis-KPIs jeweils eingesetzt werden, nach Marke und Kampagne sich unterscheiden, können wir uns natürlich darauf einigen, so sind wir uns einig, dass für die Erfüllung dieser KPIs ein Indikator für Erfolg ist. Das heißt, ganz gleich, ob ich jetzt Awareness anstrebe für eine Marke, Leads generieren möchte oder einfach nur Conversions fokussiere, letztendlich geht es darum, wirklich so mein Spend, also Return on Advertising Spend oder meine ROI zu steigern. Ich denke, das ist offensichtlich. So, und was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, sozusagen als Pioniere für ein neues Paradigma, bei dem Qualität und Performance bei jeder Impression auf datenschutzkonforme Weise gemessen wird. Das ist ganz wichtig. Also wenn man sich Fragen stellt, warum macht ihr das eigentlich? Und uns geht es darum, dass wir wirklich neue KPIs und Methoden für Advertiser schaffen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Also müssen diese natürlich auf bessere Ergebnisse abgezielt sein, ohne dass vielleicht Audience-IDs oder Connected Events erforderlich sind. Und wir stellen dabei fest, beziehungsweise sind überzeugt davon, dass keine Ad-Performance erzielt werden kann, wenn man nicht sicherstellt, dass jede Impression wirklich einen gewissen Mindeststandard an Ad-Qualität erfüllt. Insofern müssen wir natürlich uns auch verpflichten, eine gewisse Mediaqualität zu definieren und haben auch ein Grundverständnis dafür, auf das ich jetzt eingehen möchte. So, zunächst sind Komponenten, die das ausmachen letztendlich. Wir sehen Qualität, Media Quality, als die Kombination der Mindeststandards an, die eine einzelne Impression erfüllen muss, um eben als adäquat zu gelten, um damit auch einen positiven Einfluss auf Ergebnisse zu haben. Somit definieren wir als Fundament der Qualität oder Baseline of Quality eine Kombination aus vier Komponenten, Schlüsselkomponenten sozusagen, die im Rahmen einer entduplizierten Impression erfüllt werden müssen. Also diese Impression, die dann technisch einfach entdupliziert wird, muss fraud-free sein, die muss viewable sein, brand suitable, entsprechend den gesetzten Settings oder Einstellungen und die muss natürlich in Geo sein. Und wir stellen immer wieder fest, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei vielen Agenturen und Advertisern, wenn diese Maßnahmen, diese Metriken einzeln, unabhängig voneinander betrachten, auch optimiert, anstatt sie gemeinsam als die Mindestanforderungen zu sehen, die alle Impressions erfüllen sollen, bevor sie überhaupt in Betracht gezogen werden, um die Performance zu steigern. Also hier kann man ganz klar trennen, wenn ich meine gesamten Impressions nehme, nur die mir anschaue für die Performance, die wirklich alle Siegkriterien entdupliziert erfüllen, dann spreche ich von Qualität. Alles andere ist auszusortieren. Das führt auch dazu, dass wir ein Konstrukt geschaffen haben. Das Konstrukt heißt Authentic Ad als Proxy, so als stellvertretende Metrik eben für Qualität. Und diese Metrik ist proprietär, die ist MRC-akkreditiert, die kennt ihr vielleicht auch schon. Die verifiziert auf jeden Fall das Anzeigen eben, wie gesagt, von einer reellen Person in einer markensicheren Umgebung in der gewünschten Region vollständig gesehen werden und natürlich fraud-free sind. Deswegen von einem Menschen abgerufen und nicht von einem Bot.
Und diese einheitliche Kennzahl kann man eben als Basiswährung, als Baseline für Performance nutzen, um zu sichern, dass das Inventar, das eingekauft wird, auch positive Ergebnisse erzielt. Und das Schöne daran an diesem Authentic Ad ist, dass es wirklich über alle Buying-Plattformen hinweg funktioniert, einschließlich auch Retail Media Networks, über alle Devices, Formate und Content-Typen. Und natürlich, es deckt alle Buys ab, also für jede Impression in einem Mediaplan. Das ist natürlich sehr schön, dass das wirklich umfassend eingesetzt wird und wirklich konsistent auch Messungen erlauben zu können. Damit hat man eine einzige Kennzahl, die wirklich diese Qualität sozusagen definiert. Und wir sprechen wirklich von Authentic Ad als Baseline für Performance-Maßnahmen. So, nachdem wir diese Qualität definiert haben, aus unserer Sicht, messbar sozusagen, operationalisierbar, möchte ich noch einen Trend kurz aufgreifen, der natürlich einen Impact hat auf einige Performance- und Optimierungstools. So, es ist ganz klar, der Kontext, in dem wir uns aktuell bewegen, verändert sich ja. Und das wird insbesondere geprägt, gerade bei uns Advertiser im Digitalen oder Tech-Anbieter im Digitalen, eben durch Consumer Privacy. Und das verändert massiv unsere Möglichkeiten, Audiences zu targeting, auch wirklich Erfolg zu messen. Und wie man hier auch sieht, 83% der Internetnutzer, und vielleicht sind es sogar mehr, aber eine Studie ist stellvertretend dafür, die wirklich auch sagt, Datenschutz ist immer wichtiger geworden für Internetnutzer. Auch für mich persönlich. Und wenn wir aber gucken darüber hinaus letztendlich, wie die Datenschutzbestimmung auch noch das Umfeld prägen, die wir uns bewegen, beispielsweise GDPR, natürlich auch CCP, dann haben wir umso weniger Möglichkeiten, User beispielsweise auf Grundlage eines Zielgruppenprofils anzusprechen. Ist, denke ich, auch jedem klar. Darüber hinaus spielen die Cookies eine Rolle. Browser wie Safari und Firefox unterbinden die Nutzung von Cookies und Chrome zieht dem auch bald nach auf jeden Fall. Also insgesamt wird natürlich die personalisierte Werbung davon betroffen und wir gehen davon aus, dass es so roundabout 80% auf jeden Fall beeinträchtigt wird. Und wenn man noch dazu nimmt, dass Apple zusätzliche Möglichkeiten unterminiert, der Advertiser Nutzer zu tracken und anzusprechen auch, dann haben wir 30% des mobilen Datenverkehrs mittlerweile auch limitiert. Und das sind natürlich erhebliche Probleme, die uns vor Herausforderungen stellen, die wir aber auch mit berücksichtigt haben bei der Entwicklung von Lösungen, die helfen wirklich, die Performance zu steigern. Und diese Lösungen, die wir geschaffen haben, ergänzen auch sozusagen beziehungsweise überbrücken die Lücken oder füllen die Lücken letztendlich der Lösungen, die sonst gängig sind und auch genutzt werden. Also Tools wie beispielsweise Audience Targeting, Dynamic Creative Optimization, Multi-Touch Attribution, die alle Präzision bieten, verlieren eben aufgrund von Datenschutzbestimmungen wie GDPR und Tracking-Beschränkungen ihre Leistungsfähigkeit. Ja, und auf der anderen Seite gibt es andere Tools, die datenschutzfreundlicher sind, wie beispielsweise Media Mix Modeling, MMA, Panel-Studien. Die sind aber schon immer in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt gewesen. Es fehlt ihnen einfach schlicht und ergreifend an Granularität und Geschwindigkeit. So, und diese Lücken der beiden Tools haben wir sozusagen uns angeschaut und geschlossen, dadurch, dass wir eine Reihe von Performance-Lösungen geschaffen haben, die wirklich helfen, diese Lücken zu schließen, dadurch, dass sie Präzision und Datenschutz verbinden sozusagen. Und darauf möchte ich heute auch noch weiter eingehen. Wir haben auf der einen Seite Contextual Targeting geschaffen. Das ist heute nicht Fokus sozusagen der Diskussion. Heute gehen wir aber auf Authentic Attention ein. Und klar, Authentic Attention ist ein Tool, was natürlich hilft bei der Optimierung vor diesem Hintergrund, auf Basis der gemessenen Qualität, wie wir sie als Authentic Ad definiert haben. Und hier gehen wir erstmal einen Schritt zurück und schauen uns mal an, okay, wie wichtig ist denn Attention oder auf Deutsch die Aufmerksamkeit? Wir wissen ja alle, ich meine, wir bringen sehr viel Zeit vor digitalen Geräten. Ich glaube, in den US wird gemessen, dass knapp 8 Stunden pro Tag jeder User vor digitalen Geräten verbringt. Also mehr Zeit, die auf Geräten verbracht wird, bedeutet mehr Aufmerksamkeit, würde ich vermuten im ersten Moment. Aber ist es wirklich so? Ist denn wirklich durch diese quantitative Messung auch wirklich gewährleistet, dass
dass die Aufmerksamkeit gegeben ist. Wir stehen auf jeden Fall vor sehr, sehr vielen Ads, sehr, sehr vielen Touchpoints pro Tag. Also ich glaube, durchschnittlich sieht ein Mensch mittlerweile bis zu 10.000 Anzeigen pro Tag. Das ist ein absoluter Hammer. Und wir müssen uns wirklich fragen, was bedeutet das für den Advertiser? Wie kann ich denn wirklich die Aufmerksamkeit messen? Einfach nur quantitativ oder qualitativ? Welche Metriken sind dabei wichtig? Und was kann ich, wenn ich was messen kann, mit diesen Daten tun, um wirklich meinen ROI einer Kampagne zu steigern? Insbesondere vor dem Hintergrund der Datenschutzbestimmung und der Abschaffung Cookies. Und das ist das, was wir uns als Herausforderung gestellt haben und meinen, auch eine gute Lösung geschaffen zu haben. Und klar, was da auch mit eingeflossen ist in die Entwicklung, ist, dass wir wirklich daran glauben und auch mit unseren Kunden festgestellt haben, dass wir die Kampagnenleistung und Werbeergebnisse signifikant verbessern können, wenn Aufmerksamkeit mit berücksichtigt wird. Also alles, was wir in Tools hier entwickelt haben, beruhen sozusagen auf echten Cases, sind mit Kunden erarbeitet worden und sind somit als erprobte Aufmerksamkeitsmetriken zu sehen. Und jetzt gehen wir einfach mal tatsächlich auf diese Authentic Attention ein, die das Ganze auch berücksichtigt. Was ist Authentic Attention? Also, wenn ihr vorhin aufgepasst habt, ich hatte ja die Authentic Ad erklärt als Baseline für Performance und darauf baut es letztendlich auf. Also die Authentic Ad, das entduplizierte Impression, die brand-safe, fraud-free, viewable, aber auch in Geo ist, habe ich sozusagen als Baseline für meine Quality. Wenn ich dann noch zwei weitere Konstrukte, die auch durch Datenpunkte generiert werden, darüber lege, wie Exposure, also die Präsenz einer Anzeige, das Engagement, die Interaktion des Users, dann habe ich eine Authentic Attention als Metrik. Das Ganze schlüssel ich gleich mal auf. Ich denke, wir sollten einfach mal diese beiden Konstrukte Exposure und Engagements anschauen, um zu sehen, was tatsächlich gemessen wird und wie man dann auch mit diesen Metriken auch hantieren und optimieren kann. So, also wie schon gesagt, das Ganze baut ja auf die Authentic Ad auf. Also das ist meine Baseline Performance, das ist meine Media Quality, die ich habe. Und wir messen zusätzlich noch über 50 Datenpunkte im Rahmen des Konstruktes Authentic Attention über zwei Konstrukte, die da heißen einmal Exposure und ich komme gleich dazu, das Engagement. Bei Exposure, wenn wir da einmal bleiben letztendlich, dann bewerten wir die gesamte Darstellung einer Anzeige. Wir messen die Intensität und Prominenz, also die Präsenz letztendlich der Anzeige. Metriken sind zum Beispiel Anzeigendauer, Bildschirmanteil, Videopräsentation oder die Verständlichkeit auch. Und zweites Konstrukt, das an die Authentic Attention hängt, ist das Engagement oder the Engagement. Damit meinen wir natürlich die User-Interaktion. Und damit analysieren wir wichtige vom User selber eingeleitete Events oder Ereignisse auf Device- oder Anzeigenebene. Darunter fallen beispielsweise Display-Berührung durch den Nutzer, Bildschirmausrichtung, Videowiedergabe oder Bedienung der Audiosteuerung. Und diese Aufmerksamkeitskonstrukte, Exposure Engagement, messen wir bei jeder authentischen Impression. Das heißt, die Voraussetzung muss sein, dass es ein Authentic Impression ist, ein Authentic Ad. Und dann legen wir diese Datenpunkte drauf und können dann wirklich sagen, okay, es ist authentic, wenn entsprechend hier auch gemessen werden kann. So, im Vergleich zu Eye-Tracking-Panels, nur nebenbei, die sind sehr gut und auch großartig für bestimmte Formen der Aufmerksamkeitsmessung. Aber wenn sich die Leistung von, sagen wir mal, 100 Werbemitteln auf 1000 Websites, Apps und Content-Kanälen verstehen möchte, dann braucht man wirklich einen Datensatz, der die Aufmerksamkeit auf jede Impression misst. Und das ist genau das, was wir machen. Genauso wie wir bei Fraud deterministisch jede Impression überprüfen, machen wir es auch hier, auf Basis der Baseline Performance, diese Exposure Engagement pro Impression zu messen. Insofern haben wir eine gewisse Präzision, die seinesgleichen sucht. Gehen wir mal kurz auf die einzelnen Komponenten ein, um zu zeigen, was da genau passiert, weil das sehr spannend ist. So, bei der Exposure hier geht es um die Messung der Präsentation, wie schon gesagt, des Creatives auf einem Device. Und dabei unterscheiden wir oder beziehungsweise unterteilen das Konzept in zwei Unterkonzepte. Einmal die Creative Intensity und
das Share Screen, also der Anteil im Bildschirm. Und das Konzept der Creative Intensity in Display ist relativ simpel nachzuvollziehen. Es ist schlicht und ergreifend die Zeit der Darstellung, also die Zeit, in der die Anzeige auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und hier haben wir zwei Beispiele. Wenn wir hier oben einmal gucken, dann haben wir hier die Average Viewable Time On. Das sind 36 Sekunden. Scrollen wir einfach mal runter. Dann sehen wir im zweiten Case, dass es natürlich niedriger ist, bei 23 Sekunden. So, jetzt gucken wir uns mal einfach mal die Video Intensity an, dass sich das nicht schon unterscheidet von der Display-Messung. Das heißt, die Anwendung des Konzepts der Creative Intensity bei Videos ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplexer, denn neben der Viewability des Creatives umfasst diese Messung auch des Abrufs in Quartilen gemessen, wie man unten rechts sieht, der tatsächlichen Completion und natürlich der Audibility. Und unten rechts der Screenshot zeigt auch einen Auszug unserem Tool. Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich ganz gerne noch eine Demo davon durchführen. Aber ich denke, das hat hier keinen Platz aktuell. Wenn sich das mal anschauen, mag sich gerne melden dazu. Aber kurz nochmal, diese Creative Intensity bei Videos ist komplexer, aber dafür haben wir ja auch entsprechende Messpunkte, die hier zur Verfügung stehen. Die Exposure weiterhin letztendlich, also Exposure als die Messung der Präsenz der Creatives, kann sich nicht nur auf diese Intensity, diese Creative Intensity beschränken. Die muss nämlich auch berücksichtigen, wie viele umliegende Informationen um diesen Ad herum liegen, beziehungsweise welche anderen Ads liegen in dem Umfeld und welcher Publisher-Content ist sozusagen auf dem Bildschirm auch noch zu sehen. Weil diese um die Aufmerksamkeit des Users konkurrieren. Das ist ja ganz klar letztendlich. Deswegen, man kann ja ganz getrost auch sagen, ein Display-Ad ähnlicher Größe, welches auf dem Bildschirm die gleiche Anzahl von Sekunden sichtbar ist, hat umso mehr die Möglichkeit, mehr Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen, wenn weniger Informationen um diese Aufmerksamkeit konkurrieren. Okay? So kommen wir dann auch zum Engagement. So, und wenn ich euch jetzt in einer, also in Echtzeit fragen könnte, was Engagement ist, hättet ihr sicherlich eine Antwort parat. Aber leider konnte ich euch nicht heute hören. Daher, beim Engagement, ich nehme die Antwort vorweg, geht es um die Messung der Präsenz und Reaktion der Verbraucher. Dabei handelt es sich ganz klar um eine zweistufige Messung, bei der wir sowohl die Nutzerpräsenz, ja, die Präsenz des Nutzers, ist der Nutzer überhaupt da, als auch die Anzeigeninteraktion ermitteln. Also wie interagiert dieser User mit dem Ad? Kommen wir zur Userpräsenz und den Zusammenhang mit den Interaktionen. Durch die Messung einer Vielzahl von Interaktionen, beispielsweise während das Creative auf dem Bildschirm sogar rendert, können wir feststellen, dass der User auch wirklich anwesend ist und von der kreativen Präsentation wirklich auch beeinflusst wird. Wichtig ist dabei nicht unbedingt die einzelne Interaktion des Users, die gemessen wird, sondern die Möglichkeit, diese Interaktionsmessung zu nutzen, um zu überprüfen, ob sich der User auf die Interaktion mit seinem Gerät konzentriert, während die Werbung präsentiert wird. Damit können wir eine Teilmenge, ja, dieser User-Interaktion nehmen, um die Interaktion mit dem Anzeigenmotiv selbst zu messen. Damit natürlich auch wiederum die Engagement-Aktivitäten weiter zu verfeinern und die Impression zu bestimmen, bei denen der User direkt mit der Anzeige interagiert hat. Und diese isolierten Impressions, die wirklich direkt sozusagen mit der Interaktion der Anzeige zusammenstehen, weisen eben auf ein noch höheres Engagement. Also man kann auch sozusagen das Ganze auch abgestuft messen und hier die User-Präsenz eben mit den Interaktionen die mit determinieren. So, diese Attention-Metriken, die ich gerade vorgestellt habe, die bei jeder Impression auf jeden Fall unter Verwendung von Performance-Indizes gemessen werden, sind auch wirklich handhabbar. Also actionable im Sinne von, die ermöglichen es auch wirklich, die Performance eines tatsächlichen Mediaplans zu steigern. So, und die Ebenen, auf der sozusagen optimiert werden kann,
ganz gleich, ob ihr Platzierung optimiert, ein effektives PMP erstellt oder Creatives testet oder eben gezielt leistungsstarke Devices adressieren wollt. Authentic Attention liefert da zahlreiche Möglichkeiten und ist auch wirklich in zahlreichen Cases wirklich als validierte Lösung anerkannt worden, auch bei vielen unserer Kunden im Einsatz, um wirklich die Performance auf datenschutzfreundliche Weise zu verbessern. Also hier sieht man auch in dem Slide, beispielsweise zur Creative Optimierung, dass mit unserem Tool Authentic Attention die am besten performenden Creatives identifiziert werden können und wirklich auch daraus Rückschlüsse ableiten, wie beispielsweise, wo die Call to Action eigentlich in Creative hingehört, wo es am besten performen kann. Und es ganz unterstützt dann natürlich auch entsprechende AB-Tests. Also da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die, wie schon gesagt, auch in Cases münden, die wir mit Kunden auch erarbeitet haben können. Beispielsweise, wenn es darum geht, wirklich Konsumenten, die am wahrscheinlichsten konvertieren, zu adressieren. Da haben wir einen Case, steht auch schriftlich ausführlich zur Verfügung. Beim einem europäischen Telekommunikationsanbieter haben wir festgestellt, welche Impressions mit Home Engagement eben zu diesen Conversions führen. Und dabei haben wir wirklich die Impressions identifizieren können, die wirklich bis zu sogar 250% höhere Conversions geliefert haben. Dann natürlich auch für ein CPG ein tolles Beispiel. Es ist auch wirklich so, dass dieses CPG Authentic Attention genutzt hat für eine Kosten-Nutzen-Analyse, um wirklich festzustellen, dass im Private Marketplace trotz eines Preisaufschlags von, sage und schreibe, 21% diese Impressions besser abschnitten als offene Impressions. Und das ist wirklich auch sehr, sehr wertvoll für diesen großen CPG gewesen. Und dann geht darüber hinaus, also teilweise auch werden Direct-Response-Kampagnen optimiert, aber es funktioniert auch für Brand-Awareness-Kampagnen. Also was man hier auf jeden Fall zusammenfassen kann, ist, dass egal, wo man Funnel ist, wenn es um Awareness geht, wo natürlich das Exposure besonders wichtig ist, Engagement vielleicht niedrig ist, und umgekehrt in Performance-Kampagnen, wo das Engagement umso höher ist, aber die Exposure nicht unbedingt prickelnd sein sollte, der ganze Funnel wird durch Authentic Attention gemessen und auch abgedeckt und erlaubt über den Funnel weg entsprechende Optimierungsmöglichkeiten. Hier ist auch nochmal ein Case im Detail letztendlich. Die Auswirkung der Qualität auf die Kampagnenleistung ist ja unser Anspruch heute. Und in diesem Case von Vodafone sehen wir auch wirklich deutlich höhere Conversion Rates bei den besseren, also hochqualitativen Traffic, den wir identifiziert haben. Und dabei setzte Vodafone Authentic Attention ein, um wirklich genau zu verstehen, welche Ads sozusagen wirklich die Hauptplatte leisten. Das heißt, wirklich, welche haben wirklich am besten performt. Und gerade die Anzeigen mit dem höchsten Engagement, also ein Engagement-Index von über 100, ja, im Vergleich zu den Anzeigen mit niedrigem Engagement, eine 2,5-mal höhere Rate an qualifizierten Traffic-Umsatz erzielten. Und ich denke, das spricht für sich selber. Und die Lösung wird auch, wie schon gesagt, bei einigen anderen Advertisern auch eingesetzt, um hier Optimierung Performance zu steigern. Ja, kommen wir zum Schluss. Ein paar Takeaways, einige Mitnehmsel für euch. Früher gab es ja auf den Messen die Papiertüten, die mit Zollstöcken, Kaugummis und sonstigen Werbeartikeln gefüllt wurden. Die haben wir natürlich nicht dabei, aber einige inhaltliche Takeaways, die euch vielleicht helfen, zukünftig Qualität zu determinieren und natürlich auch darauf aufbauend, Optimierungsmaßnahmen zu identifizieren und auch wirklich performant umzusetzen. Also zunächst ganz klar, Qualität geht vor. Das heißt, wir empfehlen wirklich mit dem Aufbau einer Qualitätsbasis zu arbeiten. Dafür dient natürlich unser Konstrukt wie das Authentic Ad als stellvertretende Proxy oder Metrik für eine Ad, die sowohl brand-safe, fraud-free, viewable und in Geo ist. Und das natürlich über alle Kanäle und Formate hinweg. Und dann empfehlen wir weiterhin ganz klar, unbedingt compliant werden, wenn ihr es nicht schon seid, oder bleiben, wenn ihr es schon seid.
Und Empfehlung ist da konkret wirklich, durchleuchte die eingesetzten Technologien und Daten auf Zukunftstauglichkeit insbesondere und sieh zu, dass ihr in der Strategie und Taktik wirklich die Privatsphäre der Verbraucher respektiert und unbedingt datenschutzfreundlich agiert. Dritter Punkt als Empfehlung, ja, Kontext ist King oder auf Deutsch Kontext ist König. Sowohl eure kreativen als auch eure Targeting-Strategien sollten kontextrelevant sein und die Denkweise der Verbraucher ansprechen. Und ganz klar, als letzter Punkt hier, die Aufmerksamkeit ist ein entscheidender Faktor. Und schaut unbedingt über traditionelle Leistungskennzahlen wie Viewability und Klicks hinaus. Das erfolgt ja schon bei der Authentic Ad letztendlich. Und macht euch ein umfassendes Bild davon, wie eure Kampagnen die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich ziehen und wie diese Aufmerksamkeit die tatsächliche Kampagnenleistung beeinflussen kann. So. Ja, gut, okay. Dann damit komme ich zum Ende. Und im Sinne unseres Claims, Let's build a better industry, möchte ich mich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Und stehe selbstverständlich für Fragen gerne zur Verfügung. Tschüss und bleibt bitte gesund.